Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal um Lonely Heart von Mona Kasten. Das Buch ist ja gestern rausgekommen. Ich habe es als Hörbuch gehört und wie ich es so fand, das werde ich euch jetzt gleich sagen. Bevor wir dazu kommen, was ich an dem Buch gut und was ich an dem Buch schlecht fand, lese ich euch einmal den Klappentext vor, damit ihr alle wisst, worum es überhaupt geht. Nur eine Welt zwischen uns. Rosie kann es nicht glauben, dass sie Scarlett Luck für ihre Web-Radio-Show interviewen darf. Nicht nur verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie. Nicht zuletzt deshalb, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührungen duldet. Von niemandem. Aber dann steht die Band schließlich in Rosies kleinem Studio und alles geht schief. Das Interview muss abgebrochen werden und Wellen aus Hass prasseln online auf Rosie nieder. Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlett Luck sie kurzerhand auf ein Konzert ein, als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt und dem sie niemals näher kommen darf. Ja, das ist die Story von Lonely Heart. Ich muss sagen, ich war damals schon so ein bisschen okay. Der Klappentext ist ein bisschen nichtssagend, aber es ist Mona, gar kein Ding, ne? Hören wir, gucken wir uns an. Ich muss sagen, ich habe mir das Buch nicht gekauft, weil ich bin kein Fan von Hardcovern. Also das ist halt wirklich nicht mein Ding. Mag ich nicht in der Hand haben, wenn ich lese und so. Das ist nicht so ganz mein Ding. Ich habe ganz wenig Hardcover hier. Und dann dachte ich mir, okay, hole ich das E-Book. Und dann dachte ich, 2,99, das ist auch nicht so günstig für ein E-Book. Okay, ich habe gerade BookBeat, hören wir es uns an. Also habe ich es mir angehört und ich muss sagen, hätte ich es nicht gehört, hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Weil mir dann meine Zeit ein bisschen zu schade für war, weil ich höre ja auf doppelter Geschwindigkeit, dann ist die Zeit nicht so lang. Und beim Hörbuch hören kann man nebenbei immer was machen. Ich war teilweise spazieren dabei, habe ein paar Online-Sachen gemacht und so. Dementsprechend verliert man da nicht wirklich Zeit. Beim Lesen, da ist man ja wirklich nur mit dem Buch beschäftigt. Und ja, man hat schon ein bisschen rausgehört, dass ich es nicht ganz toll fand. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die ich gut fand. Die werde ich euch natürlich auch nennen. Und ich werde erstmal so grob umreißen, warum, weshalb, wieso, ohne zu spoilern. Und dann kommen wir zum Spoiler-Part, weil ich habe Redebedarf. So. Vorweg, also ich finde das Cover ja mega. Ich blende es euch mal hier ein. Hier ist mehr Dings, ne? Hier seht ihr das Cover. So. Und ja, das Cover ist mega schön. Und die Hörbuchsprecher sind super. Ich liebe die. Also, wir haben hier als Hörbuchsprecher, weil ich schlecht mit Namen bin, werde ich euch das jetzt einmal vorlesen. Nicolas Atayo. Für alle, die vielleicht ein bisschen älter sind und vielleicht den Film Starstruck kennen oder auch So Random, wo damals Demi Lovato mitgespielt hat, da hat nämlich auch Sterling Knight mitgespielt und das war seine Synchronstimme. Habe ich so erkannt. Ich war so, Moment, die Stimme kommt dir doch bekannt vor. Und ja, dann haben wir noch Yesim Weisheit oder Yesim Weisheit. Ich bin mit Namen nicht so gut, wie ihr wisst. Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, weil sie liest ja auch die Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl und ich liebe ihre Stimme. Also wirklich, sie ist eine meiner liebsten Hörbuchsprecherinnen geworden. Also ich finde ihre Stimme so toll und sie kann einfach so gut mit ihrer Stimme umgehen. Das ist einfach ein Genuss. Wirklich ein Genuss. So. Und was mir beim Hörbuch nicht so ganz gut gefallen hat, sind so die Passagen, wo es um den Chat geht. Weil dann wird so sozusagen so, Rosie, dididim, Adam, dididim, Rosie, dididim, Adam, dididim. Und irgendwann, wenn das ständig kommt, dann, man wird da so rausgebracht aus dem Text. Und es nervt ein bisschen. Kann Mona nichts für. Sie hat das Hörbuch ja nicht eingesprochen oder gesagt, so machen wir es. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können, indem man gesagt hätte, okay, einmal liest dann die Stimme von Adam und einmal liest die Stimme von Rosie so im Wechsel, weil dann kriegt man ja auch mit, dass es unterschiedliche Nachrichten sind. Deswegen fand ich ein bisschen nicht so gut gelöst, aber okay, kann ich drüber hinwegsehen, weil
Das hat mit der Geschichte an sich nichts zu tun. Das kommt nicht mit in die Bewertung rein. Ja. Dann habe ich ja schon durchscheinen lassen, dass ich das Buch nicht ganz so gut fand. Ich muss leider sagen, Adams Freunde sind bis zum Zeitpunkt des Hörbuchs, ich glaube, letzten 10 Minuten des Hörbuchs, nicht wirklich gute Freunde, meines Erachtens nach. Also da kann ich Adam eigentlich nur raten, bitte sortier diese Freunde sofort aus oder mach dir mal eine Ansage oder irgendjemand macht dir mal eine Ansage. Dann Rosie kommt bis über die Hälfte des Buches wie das absolute Fangirl rüber und nicht wie ein Love Interest, was echt schade ist. Also, ich kann verstehen, so, sie ist ja auch ein Groupie, sie mag die Ben sehr, sehr gerne und das macht ja auch ein bisschen den Charme mit aus von der Geschichte, aber ja, manchmal kommt es halt so ein bisschen rüber wie sie will Adam nur näher kennenlernen, weil sie eben Groupie und Fan ist und nicht, weil sie wirklich an ihm interessiert ist. So ungefähr bei 60-65% muss ich aber auch sagen, ändert sich das. Da hat man mehr das Gefühl, dass sie auch an Adam als Person wirklich interessiert ist und nicht eben, weil sie die Band schon so lange verfolgt und es da dieses Geheimnis gibt, warum Adam sich um 180 Grad gedreht hat. Und das ist übrigens auch mein Punkt, warum ich persönlich finde, dass seine Freunde keine guten Freunde sind, weil es gibt dieses große Geheimnis, also das ist jetzt kein Spoiler, weil das sehr, sehr schnell klar wird. Es ist was in der Vergangenheit passiert. Es wird nicht angesprochen, was da richtig war. Das gesamte Buch über nicht. Aber man weiß, es ist irgendwas passiert. Und die Jungs haben eine schwere Zeit durchgemacht. Das wird halt immer wieder mal im Buch erwähnt. Und seitdem ist Adam so komplett gar nicht mehr er selbst. Er hat wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ist viel verschlossener, lässt keine Berührungen mehr zu. Und dann frage ich mich, also wirklich, seine Freunde, die wissen nicht so ganz konkret, was los ist, ne? Also die wissen nicht alles. Das kriegt man nachher auch mit. Aber die suchen zu keinem Zeitpunkt des Buches irgendwie das Gespräch mit Adam, um mal sozusagen, hey, willst du über irgendwas reden? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Oder versuchen irgendwie was aus ihm rauszubekommen oder wirklich so richtig für ihn da zu sein und ihm damit zu helfen mit seinem Problem. So, weil es gibt ja offensichtlich ein Problem, was vorher nicht da war. Und ich persönlich würde mir von meinen Freunden wünschen, dass sie mich bei sowas nicht im Stich lassen. Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl so, ja, die sind halt, lassen die halt ihn einfach im Stich. Und erst zum Schluss, die letzten 10-15 Minuten, tut sich dann da mal was. Und dann wird gesagt so, hey, wir machen voll Sorgen um dich. Also einer sagt das, die anderen sind nicht da. Aber ja, ansonsten ist da irgendwie nicht so was. Sondern die blödeln halt einfach nur miteinander rum. Und dafür muss ich nicht mit jemandem befreundet sein. Das kann ich auch mit anderen Leuten machen, sozusagen. Also kann man auch mit Bekannten. Und irgendwie, ich habe da nicht so die Connection von denen gespürt untereinander. Die waren ein bisschen wie so eine zusammengewürfelte Band. Also so, es hatte ein bisschen das Gefühl so, die kannten sie eigentlich gar nicht, sondern irgendein Manager hat gesagt so, du kommst jetzt und ich packe euch jetzt mal zusammen als Band und dann seid ihr jetzt Scarlet Luck und könnt hier die Welt im Sturm erobern. Ja, fand ich nicht so gut. Fand ich wirklich nicht so gut. Generell gibt es irgendwie nicht so wirklich Freundschaften in diesem Buch. Ja, ist so meine Meinung, ne? Also wirklich, falls ihr jetzt das Buch mochtet und geliebt habt, fühlt euch nicht angegriffen, ne? Könnt ihr gerne. Und könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben und sagen, warum ihr das Buch mochtet. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Das ist wirklich nur meine Meinung. Das Ganze ist subjektiv. Und ja, mir hat es halt nicht gefallen. Hinzu kommt mein größter Kritikpunkt, auf den ich nachher noch näher eingehen werde im Spoiler-Part. Ich mag das generell bei Büchern nicht, wenn die so eine Triggerwarnung haben, wo gesagt wird, diese kann potenzielle Spoiler enthalten. Nein.
triggernde Inhalte zu benutzen, um den Plot voranzubringen, weil die Story an sich sonst nichts zu bieten hat. Schwierig. Zumal ein Punkt der Triggerwarnung wird, also man kann sich immer so ein bisschen was denken, so zwischen den Zeilen. Und ja, ansonsten wird es halt nur in den letzten 20 Minuten ein bisschen mehr angerissen. Jetzt nicht so richtig super mega krass. Und ja, dann denke ich mir so, weiter geht's im zweiten Teil. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich mit Annas Geschichte war. Weil so richtig erfahren wir das in dem Band nicht. Wir kriegen immer so Stücke hingeworfen. Also es passiert viel in diesem Buch, ohne dass wirklich etwas passiert. Ja. So, nun sage ich aber auch mal wieder was Positives, weil wir wollen hier nicht nur negative Sachen sagen. Der Schreibstil ist wie immer flüssig. Das kann Mona sehr, sehr gut. Ich finde, sie kann sehr schön schreiben, so dass man sich in der Geschichte fühlt, auch wenn man Punkte hat, die einem nicht so gefallen oder die einen aufregen, ist man trotzdem dabei und hat einen guten Lesefluss, sag ich mal. Bei mir war es jetzt ein Hörfluss und hat da jetzt nicht so die Probleme mit. Das gefällt mir bei Mona halt immer sehr, sehr gut. Deswegen, ja, höre ich mir ihre Sachen auch gerne an, lese die auch sehr gerne, auch wenn ich von dem Klappentext her nicht so viel mitnehmen kann. Und ja, was ich noch gut fand, war ein Teil des Endes. Nicht das komplette Ende, da sage ich dann im Spoiler-Part mehr dazu, weil na, Ende kann ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. Aber es gibt einen Teil beim Ende, den sie gemacht hat, den ich sehr gut fand. Muss ich wirklich sagen. Der hat mir gefallen. So, nun habe ich schon sehr, sehr viel geredet und jetzt kommen wir mal zum Spoiler-Part, weil ich habe ein ganzes Word-Dokument voll mit Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Hier, absolute Spoiler-Warnung. Ihr seid gewarnt worden. Also, falls ihr jetzt weiterhört, auf eigene oder weiterguckt, auf eigene Gefahr. Und jetzt fangen die Spoiler an. So. Kommen wir erstmal zur Band an sich und zu den Freunden von Adam. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich persönlich finde, dass die nicht wirklich Freunde sind, weil man kriegt sehr schnell mit in diesem Buch, dass Adam etwas erlebt hat in seinem Leben. In der Vergangenheit, vor ungefähr einem Jahr war das, glaube ich, was ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Und wer die Triggerwarnung gelesen hat, dann so ein bisschen gut zwischen den Zeilen lesen kann und die Puzzleteile zusammensetzen kann, der weiß auch, dass es etwas mit sexualisierter Gewalt zu tun haben wird. Und ja, falls euch sowas triggert, schaltet ab, ne? Und sonst könnt ihr weiterhören. Ja, was soll ich sagen? Adam lässt keine Berührung zu von niemandem. Steht ja auch im Klappentext und wird auch mehrere Male im Buch erwähnt. Und das war früher anders. Vor ungefähr einem Jahr hat die Band eine schwere Zeit durchgemacht. Ganz genau wissen die nicht, was mit Adam passiert ist, was da los war. Aber ich muss sagen, wenn sich jemand von meinen Freunden so sehr verändern würde, dann würde ich mit dem reden, dann würde ich versuchen, irgendwas aus dem rauszukriegen. Klar, man kann niemanden dazu zwingen, über seine Probleme zu reden. Das ist absolut klar. Aber in dem Buch wurde mit keinem Wort erwähnt, dass sie es in der Vergangenheit mal versucht hätten oder dass sie es halt einfach da mal versuchen. Und das geht für mich einfach gar nicht. Was sind denn das bitte für Freunde? So, die gucken dabei zu, wie er sich das Hirn wegsäuft ständig und wissen, okay, der mag keine Berührungen mehr. Das war früher anders und die nehmen das quasi einfach so hin. Und wenn dann jemand kommt, wie zum Beispiel bei der Endszene, da haben die ein Interview, wo die Moderatorin übergriffig wird. Also würde das steht auch im Buch, da kann ich auch zu 100% zustimmen, würde das ein Mann bei einer Frau machen, wäre das Aufschrei riesengroß. Und ja,
alleine, sie hat sich zwischen, ich glaube, Thorn war das, und ihn gesetzt. Und ja, da war sie ja schon sehr nah. Und eigentlich gibt es ja immer so Auflagen. Und das ist etwas, was nicht geht. Und dass da keiner vorher was gesagt hat, auch von seinen Freunden nicht. Da denke ich mir so, was seid ihr denn bitte für Freunde? Also ihr wisst, dass er keine Berührungen mag. Das Einzige, was euch dazu einfällt, ist, einmal kurz zu ihm rüber zu blicken, ob er nicht gleich ausrastet. Aber nicht zu sagen so, hey, setz dich mal bitte da vorne hin, weil wir haben das anders vereinbart. Ne? Also, sorry. Nee. Also, auch da muss ich sagen, Freundschaft null vorhanden. Null. Und wenn die Freunde sind, ja, dann ist die Empathie aber bei zero. Also wirklich. Und das macht mich echt wütend. Und ja, auf jeden Fall kommt es dann zu diesem Ereignis, dass diese Moderatorin halt Adam bedrängt und dafür er sich halt in eine Zeit zurückversetzt und meint, er sieht Bilder und so. Und dann wird das so ein bisschen angerissen. Aber es wird nicht wirklich gesagt, was ihm passiert ist. Das ist ein weiterer Punkt, der mich nervt in diesem Buch. Es geht um Adam und um Rosie und um Adams Vergangenheit. Und in diesem Buch, Adams Passagen sind größtenteils super überflüssig. Die braucht man nicht wirklich. Die hätte man auch einfach aus Rosies Sicht schreiben können. Und ja, dann das am Ende. Es geht ja darum, dass Adam keine Berührung zulässt. Und man fragt sich ja auch, warum. Aber so richtig wird das gar nicht erklärt. Weil das kommt dann wahrscheinlich erst im zweiten Teil, wo ich mir dann auch so denke, warum braucht es denn jetzt diesen ersten Teil so? Man hätte ja rein theoretisch dann auch mit dem zweiten Teil anfangen können und den als alleinigen Teil machen können. Und dann hätte man da noch ein paar Szenen zugepackt, damit das harmoniert und so. Dann, dass das vielleicht am Ende passiert ist, weil eben so und so... Ich war gerade abgelenkt, Mel hat mir geschrieben. Ja, weil eben das und das ist passiert so und dann ist er jetzt, weil er geht am Ende des Buches, geht er in die Entzugsklinik und dann hätte man ja schon starten können, so er kommt vielleicht gerade raus aus der Entzugsklinik und keine Ahnung. Also für mich ist dieser erste Band ein bisschen sehr überflüssig, weil er uns nicht so viel Traffic, nicht so viel Handlung zu den Charakteren gibt. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall, die Freunde von Adam, nur am Ende ist so ein bisschen Freundschaft vorhanden, weil Adam hat sich das Hirn weggesoffen, die haben ihn gesucht und Thorn hat ihn dann irgendwann gefunden. Er lag in seiner eigenen Kotze und da hat Thorn halt gesagt, er möchte nicht irgendwann kommen und ihn tot da liegen sehen. Also es hätte auch sein können, ich komme ein bisschen später und du bist dann hier tot. Das geht nicht so. Und das ist das erste Mal, dass wirklich gesagt wird, hey Adam, so geht es nicht weiter. Und das wurde vorher nicht gesagt. Und da finde ich tatsächlich, dass teilweise Rosie mehr Empathie Adam gegenüber hat als seine eigenen Freunde. Und das, sorry, die kennen sich seit was? Seit der Highschool. Und nur weil das Männer sind, können die trotzdem Einfühlungsvermögen haben. Das haben nämlich auch Männer. Und das macht mich halt echt, ne, ganz ehrlich, das ist, ja, ich weiß, Hollywood sehr, sehr oberflächlich, aber die kennen sich halt seit der Highschool und da waren die in Hollywood noch nicht groß und, ja. Ja. Wir sind schon über 20 Minuten, machen wir weiter mit Punkt Nummer 2. Und das ist die Katastrophe, die so ein bisschen alles ins Rollen bringt und, ja, fand ich ein bisschen sehr konstruiert. Ich weiß, Adam mag keine Berührungen, aber gilt das auch bei Gegenständen? Weil, ja, sagen wir mal, da ist ja diese Kondomverpackung. Und ich glaube, ich konnte das nicht so ganz rausfiltern, meinen Text, aber ich glaube, die steckte so zwischen den Polstern und dann war er da und dann hat das da so ein bisschen reingepiekst. So. Ja, also das ist ja jetzt nicht so unbedingt, wer so eine Kondomverpackung kennt, das ist ja jetzt nicht unbedingt an den Seiten so fest. So, da kannst du ja auch umknicken, quasi. Und ja,
ich weiß nicht, ob das so sehr sticht, dass man sich dann so benehmen muss, sondern das könnte man auch schon mal gut für eine halbe Stunde aushalten. Also, ich habe mir probehalber, weil ich habe keine Kondome zu Hause, deswegen habe ich probehalber einfach einen Bleistift genommen und den mir hier mal so ein bisschen reingepiekt, weil ich so ein bisschen wissen wollte, wie unangenehm das ist. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich früher eine Katze hatte und ich dann nicht mehr so empfindlich bin, was die Sachen angeht. Aber ich fand das jetzt nicht so, dass ich das nicht hätte eine halbe Stunde mal aushalten können, kurz, ne? Hätte man das jetzt aus Elternsicht gemacht und hätte das ein bisschen so mit seinen Berührungsängsten erklärt, hätte ich es vielleicht noch eher verstanden. Aber so, nee. Nö. Also, nee. Weiß ich nicht. Aber hier muss ich dann auch noch einen guten Punkt anwenden, auch wenn der Anfang sehr, sehr konstruiert war mit dem, dass er sich da so aufregt, weil es waren im Endeffekt wirklich nur Kondome. Come on. So, ne? Ich weiß nicht, warum da so ein Tamtam drum gemacht wird. Es waren nur Kondome. Es ist was ganz Normales. So kann man auch mal anfassen. So ist nichts Schlimmes. Und was ich aber halt sehr schön fand bei der Szene ist, wie dann das alles so ein bisschen zusammengespielt hat. Damit ging es ja los und das hat ja so ein paar Ereignisse ausgelöst. Und ich fand, das hat sehr, sehr gut ineinander gegriffen und war auch recht logisch. Und das mochte ich sehr gerne. Und ja, nachher kommt ja noch raus, dass Kyla da was mit zu tun hatte und sie die Kondome versteckt hat da, um ein bisschen für Skandal zu sorgen. Und ich dachte mir so, was für eine dumme Idee. Weil zum Beispiel hätte ich jetzt da gesessen, hätte ich einfach gar nichts gemacht, ne? Ich hätte die da jetzt nicht rausgezogen und so, hätte ich einfach gelassen, hätte ich ignoriert, fertig. So, so, und zack, wäre die Aktion nach hinten losgegangen und hätte einfach gar nichts gebracht. Ja, generell Kyla, auch so ein Charakter, keine Freundschaft, gar keine. Ist auch irgendwie die einzige Freundin, die Rosie hat und die ist nicht meine wirklich Freundin und das meinte ich mit, in diesem Buch gibt es keine Freundschaften. Es gibt keine Freundschaften. Erst nachher, wenn Adam und Rosie sich anfreunden und ja, nee, vorher gibt es halt keine Freundschaften. Und da muss ich auch ein bisschen sagen, so am Anfang habe ich das nicht gespürt bei Adam mit Rosie, weil das ging mir bei Adam ein bisschen zu schnell. Also wirklich, bei Rosie, ich meine, die war Fangirl, so kann ich verstehen, wenn es bei ihr ein bisschen schneller geht. Aber er ist so der Verschlossene, der keine Berührungen mehr zulässt. Und dann sieht er sie einmal weinen und ist sofort, zack, oh, die finde ich jetzt toll, oh, die, ja, die berührt irgendwas in mir. Also braucht jetzt einfach nur eine Frau vor dir weinen und dann bist du geknackt oder wie. Ja, weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Nee, gehe ich nicht mit. So, was haben wir noch? Rosie wirkt lange Zeit wie ein Fangirl statt ein Love Interest. Das habe ich ja schon erwähnt. Also es ist eher so, oh, ich finde Scarlet Luck so toll. Die haben mir so viel gegeben in meinem Leben. Die haben mir durch diese Zeit geholfen. Und oh, Scarlet Luck ist meine liebste Band. Und dies und das kommt wirklich sehr, sehr oft. Ist ja auch okay, so kann ja auch Fan sein. Aber eben wirkt es sehr so, als würde sie sich nur mit Adam unterhalten, eben weil sie ein Fangirl ist und nicht, weil sie wirklich an ihm interessiert ist. Und das finde ich schade. Das fand ich schade. Ja, Kyla ist die gesamte Zeit über nervig. Also die hatte ich ja schon von Anfang an auf dem Kieker. Die Frau, die mochte ich nämlich gar nicht. Und jetzt kommen wir, meine Freunde. Jetzt kommen wir zu dem großen, großen Logikfehler in diesem Buch. Der mich ein bisschen aufgeregt hat, weil es gibt eine Main Story. Es gibt einen Hauptstrang, der sich damit beschäftigt, dass Adam keine Berührungen zulässt von niemandem. Das steht sogar so, das habe ich euch vorhin vorgelesen, im Klappentext. Und das wird auch immer und immer wieder im Buch erwähnt. Und dann gibt es eine Szene bei ungefähr
70%, Moment, ich habe einen Screenshot gemacht, damit ich euch da, wollte ich euch nämlich explizit sagen können, bei wie viel Prozent das ist. Das ist ungefähr bei 74% des Hörbuches, das sind so 7 Stunden und 8 Minuten um den Dreh. Und ja, es wird, wie gesagt, die ganze Zeit gesagt, Adam mag keine Berührung, er lässt keine Berührung von niemandem zu, auch nicht von seinen Freunden. Aber der Masseur darf ran. Regelmäßig. Finde den Fehler. Also wirklich, es ist, das regt mich halt dann auch ein bisschen auf, weil man kennt ja seine eigenen Charaktere, man sollte auch seine eigenen Charaktere kennen. Und das ist halt so ein Punkt, der widerspricht sich komplett mit Adams Persönlichkeit. Also wirklich komplett. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht gesagt hat, so er kann nur Berührung von bestimmten Personen ab und von anderen, von fremden Personen jetzt nicht. Und die haben da jetzt so einen Hauptmasseur, den sie schon seit 10 Jahren kennen oder was, der immer mit denen reist. Nee, das ist es ja nun mal nicht, sondern es wird die ganze Zeit gesagt, er mag keine Berührungen von niemandem, von keinem, lässt er nicht zu. Und lässt er ja dann anscheinend doch zu, wenn er sich regelmäßig durchkneten lässt, ne? Ja, da denke ich mir so, eigene Charaktere sollte man auch kennen. Dann muss ich auch sagen, es wurden immer so Sachen teilweise angeteasert, die aber nie zu Ende geführt wurden. Zum Beispiel, also das ist auch sowas, wo ich meine, es passiert viel und gleichzeitig passiert halt überhaupt nichts. So, man möchte viel und schafft es dann doch nicht, quasi. Weil dann hat man relativ am Anfang so eine Szene, so Rosie trifft sich mit ihrem Vater und er zaubert da eine Freundin aus dem Hut, die hat er schon seit einem Jahr, hat er ihr nicht erzählt, lebt auch in derselben Stadt wie sie und er hatte nicht mal den Anstand, seine Tochter dann auch zu besuchen. Und das wird da erwähnt und an dem Punkt, wo sie ihre Stiefmutter, also die neue Freundin von ihrem Vater, dann auch nochmal besucht, weil das fand ich gut. Rosie gibt nämlich für die ganzen Sachen nicht ihr die Schuld, sondern wirklich ihrem Vater. Und das finde ich gut. Und trifft sich dann auch nochmal mit der Frau, um die kennenzulernen. Das hat mir sehr gefallen. Aber das waren die einzigen 2 Punkte, wo das überhaupt wirklich thematisiert wurde. Und ansonsten halt gar nicht. Das ist nachher hinten raus komplett weggefallen. Ich weiß nicht, ob da im zweiten Band noch was zukommt, aber ehrlich gesagt brauche ich das im zweiten Band dann auch nicht mehr. Und ja. So. Warum führt man sowas ein, wenn man diese Handlung dann doch nicht zu Ende führt? Weil die hätte man locker schon im ersten Band wieder zu Ende bringen können. Ja, okay. Das ist sowas, wo ich sage halt, braucht es das? Nein, ist es drin? Ja. Ja, dann dazu, dass ich gesagt habe, Adams Sicht ist überflüssig. Bis zum Ende ist Adams Sicht halt wirklich überflüssig, weil sie einem keinen Nährwert bringt. So, wir erfahren so ein bisschen, dass er Rosie ganz toll findet und ja, sehen die Sicht halt so ein bisschen aus seiner Perspektive, die Geschichte aus seiner Perspektive, aber bringt's jetzt so viel? Nee, man hätte es auch einfach komplett aus Rosies Sicht schreiben können und man hätte es nicht wirklich gebraucht, weil man nicht viel durch Adams Sicht von seiner Story erfährt. So, also das, was du von Adam über seine Story erfährst, erfährst du auch von Rosie. Also dementsprechend, ja, muss ich sagen, war es ein bisschen überflüssig, halt bis zum Ende. Und ja, beim Ende, ich habe ja gesagt, zum Teil finde ich das Ende gut. Und bevor ich euch sage, warum, möchte ich hier einmal noch ganz kurz auf Rosie eingehen, weil Rosie hat mich am Ende aufgeregt. So, Adam hat das erfahren. Und sie hat sich gewundert, warum er da nicht antwortet, ne, und hat dann mal im Internet geguckt und hat dann ein Video von dem Ganzen gefunden, von dem Interview, was eben schiefgelaufen ist. Und dann hat sie sich Kommentare durchgelesen und plötzlich ging es um sie. So, oh mein Gott, hoffentlich denkt er nicht, ich bin genauso wie sie. Entschuldigung, es geht gerade gar nicht um dich. Der Junge ist fertig mit der Welt. Du weißt, dass der keine Berührungen mag.
Du weißt, dass ihn sowas fertig macht. Es geht gerade nicht um dich. Hab mal ein bisschen Einfühlungsvermögen. Klar, kann sein, dass du so denkst, oha, ne? Aber es geht gerade nicht um dich. So. Und da muss ich auch sagen, so Empathie halt auch wieder null, ne? Da war ich auch so, nee. Was ich aber gut fand, ist halt das Ende. Adam sagt so, hey, okay, ich mache jetzt einen Entzug. Er schreibt auch Rosie und sagt so, hey, ich habe gedacht, das mit uns würde funktionieren. Würde ich eine Beziehung führen, würde ich es mit dir tun. Also er sagt ihr auch wirklich, dass er sie mag. Aber ich muss mich quasi jetzt erstmal um mich kümmern. Ich muss einen Entzug machen. Du kannst gerne weiterhin bei mir wohnen bleiben. Ist alles okay. Ich bin sowieso erstmal nicht da. Das fand ich schön, weil das nicht so ein krasser Cliffhanger ist, von wegen, oh mein Gott, weiß Rosie Jens, was passiert und keine Ahnung wie, sondern ich fand, das war mal ein bisschen anders gelöst, ein bisschen schöner, weil es war nicht so der Knall zwischen den beiden Protagonisten. Normalerweise hat man ja immer so, zum Beispiel bei der Maxon Hall-Reihe hat man das ja auch, dass ist dann eher so ein Konflikt zwischen den Charakteren gab, der dazu geführt hat, dass es dann am Ende einen Cliffhanger gab. Aber das ist hier eben nicht so. Und das mochte ich gerne. Und deswegen hat das Buch dann im Endeffekt auch noch 2 Sterne als Hörbuch gekriegt. Ja, man muss ja bei Bookwie, wenn man es bewerten will, Sterne geben. Normalerweise gebe ich keine Sterne. Aber das war der Grund, weil ich da ja ein paar Punkte hatte, die mir dann doch noch ganz gut gefallen hätten. Sonst hätte das ganze Buch 1 Stern gekriegt. Und ich muss auch sagen, wie ich schon gesagt habe, hätte ich es gelesen, hätte ich es definitiv abgebrochen. Das war meine Meinung zu Lonely Heart. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Buch fandet. Vielleicht habt ihr ja eine komplett andere Meinung und geht da voll auf und sagt, das ist so mein neues Lieblingsbuch oder so. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da so ein bisschen austauschen, ihr mir so eure Sicht nennt. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video und wir sehen uns im nächsten wieder. Tschüss!